Herzlich willkommen zum ersten Spiel in Gruppe C Bodø/Glimt gegen Vikings hier in Norwegen. Treffen die Norweger auf die Amerikaner. Whitecaps kennt man eigentlich gut in den USA, vor allem weil da auch ein großer Spieler ausgebildet worden ist. Ein Alphonso Davies beim FC Bayern. Spiel im Fokus natürlich einer der erfahrensten Pellegrino. Im Moment sehr gut in Form. Mal schauen, wie dieses Spiel schlussendlich ausgehen wird. Hier in Norwegen zum ersten Ligaspiel. Ligaspiel zum ersten Gruppenspiel im International Champions Cup. Für das Stadion heute ausverkauft und hier kommen wir gleich zur Aufstellung. Heikin im Tor von Bodø/Glimt. In der Abwehr Wemba Gomo, Højbjerg, Mo und Stamstedt. Saltnesberg und Wettlesen im Mittelfeld, Pellegrino, Savesen und Vuca in der Offensive. Auf der Gegenseite Krupa im Tor bei den Amerikanern, Black Moon, Veselinovic und Brown in der Abwehr, Ciaschome, Gault, Kubas und Kelles im Mittelfeld und White und Cavallini in der Offensive. Whitecaps hier also mit Anstoß in die erste Halbzeit. Whitecaps in Blau-Weiß von rechts nach links gegen die Norweger, die hier zu Hause spielen, ganz in Gelb. Cavallini setzt sich gleich das erste Mal ein bisschen durch, aber nicht so weit gekommen. Schwierig zu sagen, wer übrigens in diesem Spiel der Favorit ist. Bodø/Glimt auf jeden Fall ziemlich stark im Moment auch in Europa unterwegs. Whitecaps darf man nicht unterschätzen. Cavallini bekommt den ersten langen Ball und White. Oh, jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Da muss er nach rechts spielen. Versucht es alleine, holt einen Freistoß heraus. Erster Freistoß für Whitecaps in diesem Spiel. Eine gute Position nach 11 Minuten. Zum hier vielleicht den Freistoß direkt zu versuchen und es sieht ganz aus, als würde er das wollen. Etwa 25 Meter. Naja, gut. Etwa dreimal das Tor darüber in die Zuschauerränge. 12 Minuten gespielt bis hierhin. Es war die beste Chance, auch wenn es noch nicht gefährlich war. Oh, was für ein Fehlpass von Heikin! Und nun haben wir die beste Chance. Und gleich noch ein Fehlpass. Eieiei, Bodø/Glimt macht's Whitecaps hier gerade bisschen einfach. Die Vancouverner. Das erste Spiel hier also in Gruppe C. Mal schauen, wer hier gleich die ersten 3 Punkte mitnehmen kann. Salvesen, mit dem nächsten Fehlpass. Dass die Norweger hier mit vielen Fehlpässen und hier noch keine Karte. Glück für Bodø/Glimt hier. Saltnes geht da ziemlich ungestüm rein. Damit der nächste Freistoß, aber aus der eigenen Hälfte für Vancouver Whitecaps.
Pellegrino, Berg, Salwesen, Stampstedt, Wuka. Solbakken heute übrigens nicht im Angebot. Der Star dieser Mannschaft. Besser gesagt, ein großes Talent in diesem norwegischen Verein. Cavallini verliert hier den Ball. Mo kann hier schön verteidigen. White verliert hier wieder den Ball. Und der nächste Fehlpass. Und dann ist wieder Haikin, der Russe, zur Stelle. Starke Parade hier. Nach 27 Minuten. Eckball kommt gut, aber in der Mitte wird aufgepasst. White. White! Die nächste gute Möglichkeit, also White Caps macht in der ersten Halbzeit hier deutlich mehr als Bodø Glimt. Oh, haarscharf an der Ecke vorbei. Gute Möglichkeit hier für Whitecaps in der 30. Spielminute. Stamstedt, Salwesen, starker Pass auf Pellegrino. Stark auch hier wieder gemacht, Pellegrino zur Mitte im Wucker. Harte Schwierigkeiten, aber es gibt immerhin Eckball für die Norweger. Haikin bis hier in ein starkes Spiel. Oh, ist runtergefallen. Kein Problem. Andere Leute benutzen Mikrofone, ich benutze mein Headset und mein Controller. Saltnes. Mit dem Fehlpass. Wieder Saltnes, aber ungefährlich. Cavallini, Gräsel, jetzt zur Mitte und es ist wieder Haikin in der 42. Minute. Nächste Top-Möglichkeit. Bitte hier für Vancouver, die hier so viel geben. Jetzt vielleicht mal mit der Ecke. Kommt nicht gut. Nächster Fehlpass. Aber gleich wieder zurückgeholt. Mitlesen. Mbakomo. Ah, der nächste Fehlpass. Und damit geht's hier zur Pause. 0:0, noch nicht so viel passiert. Aber Vancouver bis hierhin die bessere Mannschaft. Wir gehen gleich in die zweite Halbzeit. Und da sind wir schon. Bodø Glimt mit Anspiel, ganz in Gelb, von rechts nach links in dieser zweiten Halbzeit.
Es muss von beiden Mannschaften ein bisschen mehr kommen, wenn man hier 3 Punkte will. Nicht so viel Pass, das ist wirklich eine Sache bei Bodø/Glimt. Viele Fehlpässe bis hierhin. Das wird man sich angeschaut haben in der Kabine. Pellegrino. Pellegrino ganz stark. Schön versucht. Aber Krupa war zur Stelle. Saltnes. Immer noch Saltnes. Salvesen. Salvesen! Und Krupa! Auch mal mit einer Glanztat, der sonst nicht so viel zu tun hatte. Das erste Mal mit der ersten Parade. Und der erste Eckball, soweit ich mich nicht täusche, für Bodø/Glimt. Wettlesen flankt ihn zur Mitte. Aber wieder ist Cooper zur Stelle. 56 Minuten gespielt. Und Wettlesen holt sich hier den Ball. Patrick Berg. Oh! Und Vorteil, Stürmerfoul von Salvesen. White setzt sich gut durch. Zurück auf Grayson. Gubas. Cavallini! Und da ist die Führung! Die Amerikaner gehen in Führung! Und es hat sich ein bisschen angebahnt. In letzter Zeit war zwar Bodø/Glimt ein bisschen stärker, aber durch das ganze Spiel durch war Vancouver ein bisschen mehr am Drücker. Und jetzt ist das ein 0 zu 1 gefallen. Jetzt muss auch Bodø/Glimt wieder ein bisschen mehr machen. Gespannt, ob die Norweger hier noch irgendwie zurückkommen. Ist ja nur einen Treffer. Aber nicht, wenn man Fehlpässe macht. Und da jetzt muss er in die Mitte spielen. Oh, aber Heubraten kann schneller den Ball holen. Cavallini. Weit. Cavallini, aber Häkkinen wieder da. Weit. Grisel. Kupas. Schwach gemacht. Gault. Cavallini. Und jetzt vielleicht hier, aber wieder Nikita Häkkinen zur Stelle. Jetzt vielleicht mal Salvesen kommt hier durch. Salvesen! Aber wieder Cooper. Was ein starkes Spiel von ihm heute. Der erste Wechsel. Solly kommt rein für den Vuca. Auf der anderen Seite habe ich es gerade nicht gesehen. Aber nach 84 Minuten. Im Solly kam für den Vuca und Caicedo kam für White. Saltnes.
Pellegrino spielt zur Mitte, aber ungenau. Patrick Berg. Schwach gemacht. Und damit geht das also zu Ende. Vancouver gewinnt auswärts in Bodø/Glimt mit 0 zu 1.